Nach 5 Titeln in griechisch-römisch steht für die Ringerinnen und Ringer des Azibals nun der Freistil am Programm. Vor heimischem Publikum sollen natürlich möglichst viele Titel geholt werden. Den Beginn machen die Damen. Mit Platz 3 sicherte sich Hanna Wieland die Bronzemedaille in der Klasse bis 50 Kilogramm. Carina Osterleitner verliert ihren Kampf in der Klasse bis 57 Kilogramm und belegt Rang 4. Das ist für mich natürlich immer eine große Ehre, wenn ich da daheim zu Gast sein darf. Diesmal vor allem, weil ich in meiner Funktion als Sportsprecher da sein darf. Und es beeindruckt mich nicht nur die Athletik der Ringerinnen und Ringer, sondern auch natürlich das ehrenamtliche Engagement, mit welcher Leidenschaft unsere Trainer und Funktionäre dabei sind. Das macht schon Freude, dazu zu schauen. Die größte Chance auf den Titel hat Sabrina Seidel. Nach ihrem ersten Staatsmeistertitel in der Klasse bis 68 Kilogramm im Vorjahr sind die Erwartungen groß. Seidel ringt auch im Nationalteam und hat große Erfahrung. Ihre Gegnerin Katrin Grinschkel vom KSV Söding kennt sie noch aus dem Vorjahr. Mit guten und sicheren Aktionen holt sie Punkt um Punkt. Schlussendlich entscheidet Sabrina Seidel den Kampf vorzeitig mit 10:0 Punkten. Der technische Punktesieg ist somit der erste Titel am Walser Konto. Ja, ich habe die Gegnerin von letzten Jahr schon kennt und habe eigentlich gewusst, was ich machen muss, und ich habe halt alles genauso durchgebracht, wie ich mir das vorgestellt habe, und das war halt ganz gut, ja. Ist alles so eingetreten, wie du es erwartet hast? Ja, das habe ich mir schon davor gedacht, was ich machen würde, die Technik, und habe alles genauso hingebracht, wie ich das wollte. Das hat gut gepasst. Den Auftakt bei den Herren macht Oli Tamás Zoltán in der Klasse bis 57 Kilogramm. Der 49-Jährige bestreitet seine bereits 40. Saison. Gekrönt soll sie mit seinem 11. Staatsmeistertitel werden. Der Ungar in den Reihen der Walser ist Freistil-Spezialist. Sein Gegner Lukas Linz vom KSK Klaus hat mit seinen jungen Jahren nur wenig Aussicht auf den Titel. So ist es nicht verwunderlich, dass der Kampf nach 25 Sekunden mit einem Schultersieg für Zoltán endet. Ja, das ist ziemlich schwer zu sagen, weil der Finalkampf ziemlich kurz war. Ich kenne den Jungen, er ist ein ambitionierter Junge. Der wird sicherlich weiterkommen, wenn er gescheit ist und dabei bleibt. Und ich hab geschaut, dass meine Spezialgriffe durchbringe, und das ist mir auch gelungen, und das war's dann. In der Klasse bis 70 Kilogramm gilt es auch für Maximilian Osterleitner, den Titel zu verteidigen. Der HSZ-Sportler konnte 2017 aufgrund einer Schulterverletzung erst bei den Finalkämpfen wieder ins Geschehen eingreifen. Mit harter Arbeit holt er Punkt für Punkt und kämpft sich immer wieder zurück. Waren die Finalkämpfe im Dezember noch etwas zögerlich, so scheint er jetzt keinen Gedanken mehr an seine Schulter zu verschwenden. Sehr sicher und ohne Risiko kann der Walser seine ganze technische Überlegenheit ausspielen. Nach 2x3 Minuten gewinnt Max Osterleitner nach Punkten und holt den 3. Einzeltitel für Walz. Nein, also heute war wirklich das erste Mal, wo ich gemerkt habe vom Kopf her, dass ich befreit aufringen kann. Das war echt sehr wichtig für mich. Das war beim Finale noch nicht so. Auch dadurch, dass ich jetzt die letzten 2 Wochen in Kuba im Trainingslager war. Also das war schon wirklich der erste Härtetest für die Schulter. Und das war für den Kopf eben auch wichtig, dass ich heute da so befreit aufringen habe können. Simon Machl bekommt es in seiner Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm mit Nico Planka vom AC Hörbrands zu tun. Die beiden kennen sich schon aus vergangenen Meisterschaften. In der letzten Saison hat der 19-jährige Walser alle seine Kämpfe gewonnen. Wie gewohnt setzt Machl auf seinen aggressiven, dynamischen Kampfstil. Mit guten und schnellen Beinangriffen lässt er seinen Gegner kaum Verschnaufpausen. Für Nico Planka gibt es am heutigen Abend nichts zu holen. Zu hoch ist die technische Überlegenheit von Simon Machl. In einem Punktesieg kann der Walser Freistil-Spezialist seinen Titel verteidigen. Wir kennen den Gegner eh schon länger. Also der war im Nationalteam, war schon Europameisterschaft, aber ist dann aus schulischen Gründen hat er sich ein bisschen zurückgezogen und deswegen nicht mehr so viel trainiert. Und ja, mir war eigentlich vorher schon klar, dass das eher eine klare Sache ist, muss ich sagen. Eben auch deswegen, weil er nicht mehr so viel trainiert und ich halt eben voll in Form bin und im Training. Und ja, dann habe ich probiert, dass ich ein bisschen was ausprobiere im Stand. Deswegen habe ich es nicht im Boden gleich ausgemacht. Und ja, war eh super und ist mir ganz gut gelungen, muss ich sagen. Ja. Den letzten Kampf für die Walser bestreitet Amikan Visalimov in der Klasse bis 86 Kilogramm. Der 27-jährige EM- und WM-Teilnehmer ist in seiner Klasse Titelverteidiger. Mit seiner Kreuzwurftechnik bereitet der Ausnahmekönner seine Gegner regelrecht vor.
Er fixiert sie und lässt sie nicht mehr los. Seinen Kampf gewinnt er vorzeitig mit Schultersieg. Mit insgesamt 10 Staatsmeistertitel in griechisch-römisch und Freistil beweist der Azivals einmal mehr, wer die Vormachtstellung im österreichischen Ringesport hat. Ja, die Ringer sind schon unser Paradeverein im Sport in der Gemeinde, wo ich sitze. Sie wissen es, glaube ich, selber auch, dass dementsprechend gut unterstützt werden. Unser Trainingszentrum kann sich sehen lassen in ganz Europa. Da haben wir jetzt auch wieder nur Geld reingesteckt, weil die Halle ist 24 Jahre mittlerweile in Betrieb. Und da haben wir neue Matten rundherum gemacht. Und zum Trainieren für die Ringer soll es auch nichts mangeln.